In Schweden erfreut sich Ministerpräsident Stefan Löfven in der Coronavirus-Krise steigender Popularitätswerte. Doch trotz vergleichsweise geringer Einschränkungen wird in diesem Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 7% gerechnet. Ein Teil meiner Familie ist in Italien. Die sind alle zu Hause. In Schweden geht es wohl um die Wirtschaft. Deshalb machen sie weiter. Ich glaube, das Ergebnis hier ist nicht so schlecht. Es ist wie in den anderen Ländern, oder? Ich kenne die Zahlen nicht so genau. Regierungschef Stefan Löfven ist sich dessen bewusst, dass in seinem Land bisher prozentual viel mehr Menschen gestorben sind als in den Nachbarländern. Er forderte zu Solidarität auf und dazu, die Abstandsregeln weiterhin zu beachten. Das Nachtleben in Stockholm ist nicht wie anderswo in Europa zum Erliegen gekommen. Doch auch hier wacht die Polizei. Man kann nicht tanzen oder an die Bar gehen und bestellen. Man muss sich hinsetzen und warten, bis jemand kommt, um zu bestellen, der dann das Getränk an den Tisch bringt. Laut Umfragen vertrauen 63-70% der Schweden ihrer Regierung, dass sie richtig mit der Coronavirus-Krise umgeht.